Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute machen wir was ganz Besonderes. Ich zeige euch drei unglaublich leckere, gesunde und richtig, richtig nice Salatdressings. Und da machen wir richtig coole Kombinationen und zwar starten wir mit der ersten Kombi, die besteht aus Joghurt, Sojajoghurt, Minze, Dattel, Salz und ja, ich glaube, das war es auch schon. Und das wird richtig, richtig lecker, richtig schön erfrischend und das machen wir ganz simpel und zwar geben wir dafür einfach nur Sojajoghurt in den Mixer. So, ungefähr 200 Gramm. Dann, passt auf, frische Minze aus meinem Garten angebaut. Super, sind so eine Handvoll, sage ich mal. So, und jetzt geben wir Datteln mit dazu. So, das soll auch eine richtig schöne süßliche Note bekommen. Deswegen machen wir da jetzt mal 40 Gramm Datteln rein. Waren sogar 50 Gramm. Ne, 40 Gramm. 40 Gramm Datteln. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Salz. Und dann würde ich noch eine Prise Pfeffer mit dazugeben, um es abzurunden. Und das war es dann auch schon. Ein bisschen Zitrone noch für die Säure. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Hatten wir aufgeschrieben. So, und dann Säure. Und das ist halt wirklich so eine richtig schöne, so eine schöne Basis auf einer schönen Joghurtbasis. Und die anderen zwei Dressings, die sind übrigens auf einer Nussbasis und auf einer Hülsenfruchtbasis. Also, dass wir drei unterschiedliche Basisvariationen haben. Und dann könnt ihr euch da schön austoben. Aber die drei Dinger hier, die sind wirklich richtig nice. Wenn ihr die Rezepte in eurem Repertoire habt, dann ist jeder Grillabend gerettet. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Zitronensaft mit dazu und ich nutze da eigentlich immer ganz gerne, hier, das ist so ein Bio-Zitronensaft, den nutze ich immer ganz gerne, weil ich nicht immer Lust habe, das jedes Mal auszupressen, weil da die Kerne immer im Mixer landen. Also sowas hier kann man übrigens ganz, ganz praktisch mal machen. So, die erste Variante und da später ja alles nur gemixt wird, bereite ich jetzt schon mal alle Varianten vor, dann mixen wir alles und dann packen wir es in den Salat und dann probieren wir das Ganze. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsvarianten, weil ich das auch gerne als Pesto verwende. Und zwar brauchen wir hier folgendes. Cashewkerne, kann man auch Mandeln verwenden. Dann Basilikum, wieder selbst aus meinem Kräutergarten. Schaut mal Basilikum rein. Dann brauchen wir wieder Salz. Zack, zack, zack. Jetzt kommt mit dazu Knoblauch. Dann kommt wieder mit dazu Zitronensaft für die Säure. Dann kommt mit dazu Hefeflocken, ganz, ganz wichtig. 5 Gramm, jawohl, super. Und dann schütten wir das Ganze ungefähr mit 100 Milliliter Wasser auf oder Gemüsebrühe für noch mehr Geschmack. So. Und dann geben wir auch noch eine Dattel mit dazu, weil ich finde, aber nur so eine kleine, das sind glaube ich 7 Gramm, damit das einfach so ein Ticken runder und aromatischer wird. Und ich habe es immer ganz gerne, wenn man wirklich so eine leichte, süßliche Note im Salat hat. Und ich finde ja sowieso, dass wenn man irgendwo ein fertiges Dressing kauft, dann ist ja eh immer relativ Zucker drin und durch die Dattel haben wir dann einen minimalen Anteil. Aber ich finde, der ist wichtig, um ja, das Gericht halt stimmig zu machen. Die dritte Variante, die habt ihr schon, nee, die habt ihr noch nicht gesehen. Und zwar werden wir die Variante auf Hülsenfruchtbasis machen. Und was wir dafür verwenden, sind weiße Bohnen. Und da könnt ihr die Flüssigkeit, das Aquafaba, das könnt ihr ruhig weiterverwenden und einmal komplett in den Mixer geben. Schaut mal. So, ups. Super. So, und da geben wir jetzt dazu Tahini. Was auch passen würde, wäre Sonnenblumenkerne zum Beispiel. So. Reicht noch. Dann geben wir auch wieder ein bisschen Knoblauch mit dazu. Just like that. Dann ein bisschen Salz. Und eine Chili brauchen wir hierfür noch. So eine kleine aber nur. Die ist nicht aus dem Kräutergarten. Also eine kleine Chili. Und dann geben wir hier auch noch Hefeflocken mit dazu. So. So, jawohl.
Und dann auch nochmal für die Säure einfach einen Schuss Zitronensaft, gell? So. Okay. Das war's auch schon. Jetzt würde ich sagen, mixen wir alle drei und danach servieren wir die auf dem Salatdressing und probieren und dann können wir ja unsere Favoriten abgeben. Okay, wir mixen einmal und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, wir sind wieder zurück. Alle Dressings sind gemixt. Und jetzt sag mal von der Optik her. Wir haben hier Basilikum, hier haben wir Minze und hier haben wir das Bohnendressing. Und alle sind super, super cremig, aber lasst uns mal in den Kommentaren wissen, welches würdet ihr von denen hier als erstes probieren. Ich finde von der Konsistenz her schon alle super aus, alle richtig cremig. So, wir starten einmal hier mit dem Basilikum-Dressing. Schaut mal, schöne Konsistenz, super. Braucht auch gar nicht viel für so ein Dressing. Also, dann geben wir hier Joghurt-Minze. Schaut mal, diese Konsistenz, dann super. Und es reicht, wenn man einfach so ein bisschen hernimmt. Und hier dann eben das Bohnendressing. Super, schaut mal. Ich gebe dann meine Bewertung ab. Magst du auch eine abgeben? Ja. Also ich fange mal mit dem an. Sollen wir das... Ich schreibe meine Bewertung auf und du machst dann deine und dann vergleichen wir, okay? Und warte ganz kurz, die Bewertung ist von 1 bis 10, oder? Von 1 bis 10, ja. Und ich schreibe meine auf und dann, weil nicht, dass irgendjemand denkt, dass Miriam sich an meine Bewertung orientiert. Im Leben nicht, warum sollte ich mich an deiner Bewertung orientieren? Ja, I don't know, vielleicht, weil es dich beeinflusst. Weil du schon mal gehört hast, wenn ich jetzt sage... Dass es gut schmeckt. Genau, wenn ich jetzt sage, dass das eine leicht säuerliche Note hat, dann kommt... Nöte. Eine leicht säuerliche Nöte. Okay, ich schreibe auf hier. Also, Bohnendressing. So, jetzt probieren wir das mal, das Bohnendressing. Klar, hast du noch was drin, okay? Wäre nett, ja. Dann machen wir das Minzdressing. Schon sehr, sehr geil. Boah, also das knallt ganz schön, das sage ich euch. Deswegen esse ich keinen Salat immer, die Salatblätter, die so groß sind. Immer. Ja, das habe ich jetzt gemacht, damit es schön ausschaut. Ach so. Deswegen esse ich keinen Salat, weil die Blätter zu groß sind. Was ist das für eine Argumentation? Man sieht ja halt auch an, was dir am besten schmeckt. Ich weiß schon. Da muss ich nochmal probieren. Also ich habe meine Bewertung abgegeben. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommst du gleich her. Okay, und probier auch. Und probierst auch und dann lese ich vor, was ich drin habe. Okay, also okay. Ich zeige euch mal meine Bewertung hier schon mal. Sieht man's? Das ist meine Bewertung. Okay. Okay, also fangst du an mit dem ersten? Mhm. Das ist mit dem Boden, ja? Ja. Mhm. Schmeckt schon richtig lecker. Ich sehe das noch irgendwie mehr mit einem anderen Salat. Ich sehe das mehr mit irgendeinem... Kartoffelsalat zum Sowas. Das ist mir zu... Also es schmeckt geil, aber es passt nicht so zu grünem Salat. Deswegen jetzt in der Kombi würde ich dem so eine 7,5 geben. 7,5? Ich habe eine 7 gegeben. Ja, ja, schau. Okay. Okay, jetzt kommt das zweite. Jetzt kommt Joghurt-Minze. Ich glaube, das ist das Geilste. Boah. Das kann ich mir auch vorstellen mit einem Spargelsalat mit Erdbeeren. Super, geile Idee. Boah. Dem gebe ich eine 9. Okay, ich habe 9,5. Okay, dann geht's weiter. Basilikum. Auch lecker. Ja, vielleicht eher mit Nudeln. Dem gebe ich so eine 8,5. Okay, da habe ich eine 9 gegeben. Also ich merke... Es war jetzt
abstufen. Ja, ich bin ein bisschen großzügiger. Beim ersten hast du 7,5, habe ich nur eine 7 gegeben. Also ja, in Summe, glaube ich, habe ich nur 0,5 Punkte mehr gegeben. Also sind wir da relativ ähnlich. Auf jeden Fall, wir haben hier drei richtig leckere Dressings für euch. Die könnt ihr richtig cool abwandeln und habt drei coole Basis für euch. Und Basen. Ich habe es auch gerade gesagt. Drei coole Basen. Und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, okay? Also, bis dann.